Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal und heute zu einem Live-Plus Unboxing, wo ich wirklich seit Wochen unfassbar gespannt drauf bin und mich unfassbar freue, denn heute gibt es ein Live-Plus Unboxing zur ersten Kollektion namens Chapter One von UFO 361. Wenn du einen Job brauchst, wenn du willst, einmal fahren. Jeden Abend im Nobu. Ich verliere nicht meinen Fokus, nein. Ja, seiner Marke No Hugs. Ist, sage ich mal, jetzt der erste Drop. Ich bin mega gespannt. Die Sachen kommen gleich um 15 Uhr online. Wir werden das Ganze dann zusammen kaufen. Was ich mir kaufen werde, kann ich jetzt noch nicht genau sagen. Ich werde auf jeden Fall den Tie-Dye-Hoodie kaufen. Hier mal eingeblendet. Finde ich unfassbar nice. Und UFO hat das Ganze wirklich sehr, sehr hoch, angepriesen. Wenn man das, sagt man das so? Ich weiß gerade gar nicht. Auf jeden Fall hat er die Qualität, den Fit und dies und das alles sehr, sehr krass gelobt. Deswegen bin ich gespannt, ob er seine Versprechen hält. Ich erwarte Großes. Wie gesagt, Tie-Dye-Hoodie wird gekauft, aber ich will auf jeden Fall auch noch ein, zwei weitere Sachen kaufen, weil ich möchte mir die Kollektion wirklich genauer angucken. Ich möchte wissen, wie sind die T-Shirts, wie sind die Zip-Hoodies, wie ist der Hoodie, dies, das. Deswegen werden mehrere Sachen gekauft. Was ich genau kaufe, gucke ich dann spontan beim Live-Cop. Was ich aber noch ganz kurz sagen möchte, was ich sehr wichtig finde. Viele von euch wissen, ich bin sehr, sehr großer UFO-Fan. Ist auch gefühlt der einzige Künstler in Deutschland, den ich wirklich durchgängig pumpe mit Luciano, weil ich höre eigentlich gefühlt nur Ami-Rap. Auf jeden Fall möchte ich sagen, dass ich trotz dessen, dass ich UFO sehr, sehr viel höre, das Ganze hier fair bewerten möchte und nicht irgendwie voreingenommen da rangehe und alles schönreden möchte. Wenn mir Sachen nicht gefallen, werde ich das sagen. Wenn die Qualität scheiße ist, werde ich das sagen. Wenn der Fit scheiße ist, werde ich sagen. Wenn was weiß ich scheiße ist, ich werde alles sagen. Ich werde aber auch genauso die Sachen loben. Deswegen, ich werde hier ganz voreingenommen rangehen. Jetzt haben wir aber genug gelabert. Jetzt würde ich sagen, fangen wir an mit dem Live-Cop. Wir werden das Ganze zusammen erst live koppen. Dann werden wir eben am Ende des Videos das Ganze zusammen live auspacken, wenn es ankommt. Deswegen Live-Cop plus Unboxing. Und jetzt starten wir mit dem Live-Cop. Let's go! So Freunde, wie ihr sehen könnt, befinden uns jetzt hier einmal auf der No Hugs Website, Chapter One. Die Kollektion ist jetzt online. Wir sehen hier einmal die beiden Shirts, dann einmal hier zwei Hoodies, hier noch ein Hoodie und hier einmal den Zip-Hoodie. Jetzt ist halt die Frage, was bestellen wir uns? Ich habe ja gesagt, ich werde so ein bisschen spontan schauen. Eine Sache möchte ich auf jeden Fall, weil das ist mein Favorite Piece. Und zwar einmal dieser Tie-Dye-Hoodie, den finde ich wirklich unfassbar nice. Also wirklich Real Talk, ich finde ihn sehr, sehr schön. Und der wird auf jeden Fall in der Size L bestellt. Dann nehmen wir auf jeden Fall noch ein Shirt. Dort gefällt mir das Shirt hier besser. Dieses 3D-Chrome-Shirt finde ich auch auf jeden Fall schöner als das andere. Ob das in Real Life so wirklich meins ist, das werden wir dann sehen. Aber auch das wird in der Size M genommen. Denn bei Shirts, wisst ihr ja, mag ich es jetzt nicht so unfassbar oversized. Ich würde sagen, wir nehmen noch den Zip-Hoodie. Denn, auch den Zip-Hoodie möchte ich nämlich einmal schön testen. Da auch eine Size L, Add to Cart. Und jetzt würde ich sagen, Freunde, gehen wir zum Warenkorb und bestellen das Ganze einmal. So, einmal schön alles hier ausfüllen. Am meisten bin ich aber gespannt auf diesen Tie-Dye-Hoodie, weil den finde ich wirklich unfassbar nice. Ich würde sagen, wir gehen jetzt auf PayNow. Ich hoffe, das wird jetzt hier nicht irgendwie ein L oder so. Ich hoffe, das klappt alles. Okay, wir haben es bekommen. Thank you, Jan. Your order is confirmed. Einmal den Cross-Embroidered Logo Zip-Up Hoodie Black in L. Einmal das 3D Chrome Tee in Black in M. Und einmal den Tie-Dye Hoodie in einer L. Bin sehr gespannt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wie immer, wenn die Sachen angekommen sind. Herzlich willkommen zum zweiten Part dieses Videos, und zwar nämlich einmal das Unboxing und ich würde sagen, ja, auch der interessanteste Teil dieses Videos. Denn wir werden uns jetzt mal anschauen, wie denn die schönen No-Hug-Sachen sind. Wir haben einmal den Tie-Dye-Hoodie bestellt, wir haben das Shirt in schwarz bestellt und auch einmal einen schwarzen Zip-Hoodie. Das heißt, wir haben eigentlich das Gröbste und ja, meiner Meinung nach auch die besten Sachen der Kollektion bestellt, haben so einen guten Überblick und können so, denke ich mal, auch ja, bewerten, wie die Kollektion denn so ist, beziehungsweise wie die einzelnen Pieces so sind. Ich muss leider sagen, ihr könnt es auch schon sehen, die Sachen sind nicht mehr im Karton, sind schon in den Tüten. Lag ganz einfach daran, dass ich die Anfangsszene eben schon mal gedreht habe. Ihr könnt sehen, hier ist der Karton, so kam das Ganze an, in so einem weißen No Hugs Karton mit so einer Grußkarte und eben der Rechnung. Hab die Anfangsszene eben schon gedreht, wo ich die Sachen aus dem Karton geholt habe, wo ich ein bisschen gelabert habe. Hab dann gemerkt, Mikrofon war einfach nicht an. Das heißt, die Aufnahme hat keinen Ton gehabt, habe dann die Aufnahme direkt abgebrochen. Das heißt, uns fehlt jetzt nur der Anfangsteil, wo ich so ein bisschen gelabert habe. Ich habe mir die Sachen noch nicht angeschaut und ich würde sagen, das Ganze machen wir jetzt einmal zusammen. Wir fangen an mit dem schwarzen Shirt, was bestellt habe. Ihr könnt sehen, die Sachen kommen alle in so einer Plastikbag an, wo einmal das No Hugs Logo vorne drauf ist. Finde ich ganz cool, dass die so ein bisschen eigen ist und einfach eine langweilige Plastiktüte. Jetzt ist halt die Frage, Plastiktüte ja oder nein? Manche benutzen sie, manche benutzen sie nicht. Es ist natürlich besser, keine zu benutzen und irgendwie eher auf Wolle oder was weiß ich was zu greifen. Ist sie im Selbstüberlassen. Ich will da gar nicht sagen, was sie machen sollen, was sie nicht machen sollen. Ist sie im Selbstüberlassen. Viele, viele Brands benutzen ja Plastikbags, deswegen ja, ist es jetzt auch nicht schlimm, wenn UFO das macht. Aber ja, damit ihr wisst, so kommen die Sachen an. Und ich würde sagen, wir holen das schöne Shirt einmal aus der Tüte raus
und schauen uns das einmal ein bisschen, ja, genauer an. So, das hier wäre einmal das schwarze No-Hugs-Shirt. Ist komplett clean schwarz. Naja, komplett clean schwarz. Vorne ein überfetter Print. Hinten ist es komplett clean schwarz dann auch wirklich. Und sonst, ja, was soll man sagen, ist ein schwarzes Shirt. Mir fällt direkt auf die Qualität beim Anfassen. Sehr, sehr schön, also wirklich sehr schön verarbeitet. Schöner, dicker Stoff. Die Nähte, alle sehr, sehr sauber. Und sieht auch vom Fit ganz gut aus. Hat schöne, lange Ärmel, bisschen boxy geschnitten, bisschen cropped, hat einen schönen Fit. UFO meinte ja auch in so einer Story, dass die Qualität wirklich sehr, sehr gut sein soll. Deswegen habe ich auch hohe Erwartungen. Und diese sind eigentlich vom Stoff erfüllt. Der Stoff ist sehr, sehr schön. Ich weiß, die Grammatur bzw. das Gewicht sagt eigentlich nichts über die Qualität wirklich aus. Aber ich habe es gerne, wenn die Shirts schön dick sind. Ich mag das, wenn es so dünne, ja, leichte Shirts sind, außer jetzt im Hochsommer, aber wir haben Winter. Und deswegen sind schöne, dicke Shirts auch gut. Jetzt eben zum Print. Ich bin euch ehrlich, der Print ist nicht mein Fall. Ich habe das Shirt auch nicht gekauft, weil ich es jetzt persönlich mega cool fand, sondern einfach fürs Video, weil ich mir eben anschauen wollte, wie die Shirts sind, euch zeigen wollte, wie die Shirts sind. Mein Fall ist jetzt persönlich nicht. Generell ist ja die Kollektion geprägt von diesen Totenköpfen. Ich bin euch ehrlich, die Totenköpfe ist nicht so mein Vibe. Ist jedem seins, ist Geschmackssache. Mein Vibe persönlich ist es nicht. Aber halt eben beide Shirts hatten diesen Totenkopf drauf und ich wollte halt unbedingt ein Shirt ausprobieren. Deswegen hier das Shirt, der Print wie gesagt nicht meins, ist Geschmackssache. Vielen gefällt es vielleicht auch, vielen gefällt es nicht, meins ist es nicht. Jetzt würde ich sagen, ziehen wir das Shirt einmal an. Ich bin gespannt, wie der Fit ist. Wir ziehen es jetzt einmal an, Fitpicks, aber auch sonstiges, blende ich euch so noch ein. Und ich würde sagen, jetzt, ja, anziehen. Fit wirklich 1A, genau mein Geschmack. Schöne lange Ärmel, ist ein bisschen cropped geschnitten, bisschen breiter, bisschen boxy, hat einen sehr, sehr schönen Fit. Was aber auf jeden Fall mein Favorite ist, ist einmal dieser schöne enge Kragen. Finde ich sehr schön, passt sich auch sehr gut an, ist gemütlich beim Tragen und ich finde generell bei dem T-Shirt ist ein enger Kragen sehr wichtig. Ich mag das nicht, wenn der Kragen so locker ist oder so ausfranst. Der ist schön eng, sehr schön anliegend, gefällt mir sehr gut. Und vom Fit wirklich top, top das Ding. Wir machen auch direkt weiter mit meinem persönlichen Favorite Piece, wo ich am meisten gespannt drauf bin. Und zwar nämlich einmal der Teil der Hoodie, kommt auch wieder in eine Plastiktüte. Ich bin wirklich sehr gespannt, der Teil der Hoodie war von Anfang an mein Favorite. Als ich auch einen Fitpick von UFO damit gesehen habe, kann ich euch hier mal einblenden, wo UFO den getragen hat. Sehr, sehr nice, wirklich todes, todes geil. Auch die Farben gefallen mir sehr gut. Alter, ist das Ding schwer. What the fuck, Digga, ist ja, wie wiegt denn das Ding? Also wenn ihr das gerade fühlen könntet, das Ding ist todesschwer, aber wir schauen uns das mal ein bisschen genauer an. Was ich übrigens eben beim Shirt vergessen hatte, das No-Hugs-Tag sieht einmal so aus, No-Hugs und die Size steht drauf. Und was ich cool finde, einmal ja so ein kleines, wie so ein kleines Buch, wo halt vorne No-Hugs draufsteht als Hangtag. Hier einmal Chapter 1 und hier nochmal die Size. Finde ich die Option sehr, sehr cool gelöst. Auch hier haben wir Stoff und kein Plastik. Das heißt, die Option ist sehr, sehr gut gelöst. Gefällt mir gut, aber jetzt geht's zum Hoodie. Auf den ersten Eindruck sehr, sehr begeistert vom Hoodie. Wirklich todesschwer. Sehr, sehr schöner, dicker Stoff. Sieht sehr, sehr schön verarbeitet aus. Also, wow. Also da muss ich sagen, ich hätte echt, meine Erwartungen bei UFO waren hoch, aber ich habe gedacht, ich werde bestimmt enttäuscht, weil, ich weiß nicht, so Rapper-Marke, dies und das, viele haben eine Marke. Aber jetzt muss ich sagen, was UFO da gerade abgeliefert hat, also nur von der Qualität her, sehr, sehr stark. Also wirklich eine sehr, sehr geile Qualität. Ihr könnt es aber sehen, wir hatten einmal komplett diesen lila, rosa Tie-Dye-Look. Finde ich sehr schön. Auch die Farben gefallen mir gut. Mal ein bisschen was anderes. Vorne hätten wir einmal dieses No-Hugs-Logo mit der Rose. Aber eben nicht einfach nur gestickt, sondern irgendwie, ja, wie so eine Art Stoff-Patches. Ihr könnt es sehen, halt so draufgestickt mit so einem, ja, weichen, schönen Stoff. Sehr, sehr schön verarbeitet. Auch nirgendwo guckt irgendein Faden raus. Sehr, sehr fein gemacht und fühlt sich auch sehr, sehr weich an. Also da muss ich sagen, sehr, sehr schön gelöst und gefällt mir auch optisch. Dieses Logo gefällt mir gut mit der Rose. Dieses Lila auf Lila finde ich sehr, sehr schön. Leider habe ich aber auch einen Kritikpunkt und zwar nämlich, ja, diese Kordeln hier. Ich habe schon öfter gesagt, ich bin kein Fan von Kordeln in Hoodies. Ich mag es irgendwie nicht mehr. Und ich bin kein Fan von so überdimensional fetten Kordeln mit so überfetten, ja, Metall-Lace-Tips, die halt dann immer so gegeneinander, ja, klatschen beim Gehen und halt laut sind, ja, bin ich kein Fan von und besonders nicht, weil die so übertrieben fett sind. Ich denke mal, ich werde mir die einfach rausziehen, damit er halt keine Kordeln hat. Finde ich persönlich einfach ein bisschen nicer. Ist Geschmackssache, aber das wäre mein einziger Kritikpunkt. Sonst bin ich gespannt, wie der Fit ist und ich würde sagen, den finden wir jetzt einmal heraus. Okay, das ist krass. Ich weiß, ich laber die ganze Zeit, boah, voll geil, voll geil, voll geil, voll geil. Aber ich bin euch ehrlich, es ist auch einfach stark. Der Fit vom Hoodie, ich blende euch mal hier so ein richtiges Fitbild ein, wo ihr es richtig sehen könnt.
unfassbar. Also der Fit ist perfekt für meine Maße. Ich habe eine Size L genommen, bin 1,82, 75 Kilo. Perfekt an den Armen, ein bisschen lockerer, ein bisschen länger, ein bisschen crop geschnitten, ein bisschen breiter geschnitten. Auch sehr, sehr komfortabel, sehr, sehr schön anliegend. Sehr gemütlich und ich habe leider Gottes, beziehungsweise es ist eigentlich gut, vom Schnitt und auch vom Design, von der Quali an dem Hoodie nichts auszusetzen, außer dass mir diese Kordel nicht gefallen. Sonst, ja, ist es ein unfassbar nicer Hoodie und es kommt vielleicht so rüber, als würde ich jetzt irgendwie schleimen und sagen, boah, dies, boah, das, voll geil, voll geil, voll geil, weil es halt eben UFO ist. Aber nein, ich bin euch ehrlich und ich glaube, UFO juckt es auch nicht und UFO wird dieses Video wahrscheinlich eh nicht sehen. Ich könnte jetzt auch sagen, dass alles scheiße ist, es wird jetzt nichts an der Situation ändern, aber ich bin euch ehrlich, ich sage das hier einfach subjektiv und ehrlich, ich finde die Sachen gut. So, kommen wir zu guter Letzt einmal zum Zip-Hoodie und ich denke mal, für mich auch ein Piece, was ich nicht behalten werde. Warum, sage ich euch jetzt, wenn wir dann zum Hoodie kommen, denn auch designtechnisch ist das einfach, ja, nicht wirklich meins, aber ich würde sagen, schauen wir uns den Hoodie jetzt erstmal mit Ruhe schön an. Und ich merke auch beim Zip-Hoodie direkt wieder, ich glaube, gefühlt noch schwerer als der Hoodie, also unfassbar heavy das Teil. Von der Qualität wieder sehr, sehr dick. Wir schauen uns das schöne Stück jetzt einmal an. Hier wäre einmal der Zip-Hoodie in schwarz. Vorne wieder einmal eingestickt diesmal, komplett eingestickt. No Hugs, das Logo in rot. Eigentlich dasselbe Logo wie einfach auf dem Hoodie, nur halt diesmal in einer anderen Form. In rot einfach eingestickt, in clean auf der Brust. Sonst vorne komplett clean schwarz. Hinten hätten wir einmal einen Print, beziehungsweise, okay, doch, es ist ein Print, es ist nicht gestickt. Ja, der mir jetzt persönlich nicht so gut gefällt, ist jetzt der Fact, warum ich den Hoodie jetzt nicht behalten würde. Ist Geschmackssache, erinnert mich sehr stark an Chrome Hearts, aber UFO hat ja auch sehr, sehr viel Chrome Hearts getragen, beziehungsweise trägt es immer noch. Deswegen wird UFO, denke ich mal, diesen Vibe auch sehr feiern. Auch Chrome Hearts an sich war ja jetzt nie irgendwas, was ich gefeiert habe. Mir hat dieses, ja, Chrome Hearts Design auch nie gefallen, deswegen gefällt mir das eben jetzt auch nicht. Ist an sich aber eigentlich relativ clean, wir haben einmal rot hinten und rot vorne. Sonst, ja, ein schwarzer Zip-Hoodie, was mir auch wieder nicht gefällt. Diesmal, ja, ein bisschen am Haten. Wären die dicken Kordeln hier auch wieder selbes Spiel wie beim Hoodie, ja, diese dicken Kordeln ist einfach nicht so mein. Kann man natürlich auch hier auch rausnehmen, wenn die einem nicht gefallen, aber da ich diesen Zip-Hoodie nicht behalten will, werde ich es jetzt auch nicht rausnehmen. Was mir wiederum aber sehr, sehr gut gefällt, ich blende euch mal irgendwie ein Close-Up ein, weil ich denke mal, man kann es nicht so gut erkennen, ist einmal das an den Ärmeln und auch unten am Bund, dass alles hier so ausgefranst ist. Hat ja auch Misbehave schon mal in der Art so gemacht, beziehungsweise macht es immer noch und viele andere Brands natürlich. Aber wir schauen uns auch einmal hier den Fit an. Da bin ich gespannt, weil der macht jetzt eigentlich nicht so einen krassen Eindruck von außen. Ein Fit von außen, ja, ihr wisst, wie ich das meine, also sieht jetzt nicht so krass vom Fit aus. Aber wir ziehen das Ding jetzt einmal an und ich merke direkt, das Ding ist so schwer. Wer von euch noch diese alten Vetements Hoodies kennt, die so überschwer waren, hatte ich auch mal einen von diesen Vetements Metal Hoodies, der, glaube ich. Das Ding ist genauso schwer. Sonst vom Fit muss ich leider sagen, fittechnisch eher schwach. Also, ja, nicht so gut wie das Shirt und wie der Hoodie, fittet eher ein bisschen, ja, enger am Bauch, ein bisschen länger. Die Arme fitten eigentlich ganz gut, ist wieder so ein bisschen länger, aber am Bauch halt eben so ein bisschen eng, ein bisschen lang. Ist jetzt nicht so meins. Hinten sieht so aus, aber Fitpick kriegt ihr auch nochmal irgendwo eingeblendet hier, wo ihr es komplett sehen könnt. Und ja, das wäre es dann eigentlich auch mit diesem Video gewesen. Das wären alle No-Hugs-Pieces gewesen. Mein Fazit, Qualität unfassbar, also wirklich für den Preis. Ich glaube, Hoodie 90 Euro, T-Shirt 50 Euro, Zipper irgendwie auch 90 oder 100 Euro. Für den Preis wirklich geisteskrank, kann ich nichts gegen sagen. Ich würde sagen, die Designs passen sehr, sehr gut zu UFO, ist genauso UFO sein Vibe. Catcht halt nicht jedermann, also zum Beispiel für mich ist das alles auch gar nicht so meins. Bin auf jeden Fall gespannt auf die nächsten Kollektionen, was UFO da so bringt. Ja, der Hoodie wird auf jeden Fall behalten und sonst, ja, würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, Freunde. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da, schreibt in die Kommentare, wie ihr die Sachen findet, ob ihr euch vielleicht auch was gekauft habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, Freunde. Haut rein und ciao!